Massenproteste gegen das Karabach-Abkommen in armenischer Hauptstadt Erevan. Dutzende Demonstranten sollen festgenommen worden sein. Flüchtlingsboot verunglückt. Hilfsorganisation Open Arms rettet Menschen vor Libyen. Tausende Menschen haben in der armenischen Hauptstadt Erevan gegen das Abkommen zur Beendigung des Konflikts in Bergkarabach protestiert. Viele von ihnen forderten den Rücktritt des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinyan. Berichten zufolge gab es auf dem Platz der Freiheit Dutzende Festnahmen von Demonstranten. Wenn die Feindseligkeiten weitergegangen wären, hätte eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bestanden, dass Stepanakert, Batuni, Askeran eingenommen worden wären. Dann würden unser zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Verteidigungsgebiet und tausende Soldaten unter einer Blockade stehen. Das Karabach-Abkommen beinhaltet die Rückgabe von Gebieten, die bisher unter armenischer Kontrolle standen, an Aserbaidschan. Darunter sind auch wichtige Verbindungen zwischen Armenien und der Hauptstadt Stepanakert. Durch die Unterzeichnung des Abkommens seien viele Menschenleben gerettet worden, sagte Paschinyan. Ein zentraler Punkt der Übereinkunft ist die Stationierung von knapp 2000 russischen Soldaten, die die Waffenruhe überwachen sollen. Nach einem Bootsunglück auf dem Mittelmeer hat die spanische Hilfsorganisation Open Arms versucht, die etwa 100 Flüchtlinge aus dem Wasser zu bergen. Darunter seien auch Kinder und ein Baby gewesen. Laut Angaben von Open Arms sind 5 Menschen ertrunken. Die Kinder konnten alle an Bord gebracht werden. Die Organisation hatte das Video der Rettung in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht und kritisiert, dass Staaten und offizielle Stellen die Migranten oft tagelang im Meer sich selbst überlassen würden, wie in diesem Fall. Das Schlauchboot soll in internationalen Gewässern vor Libyen gekentert sein und war anscheinend schon seit gestern manövrierunfähig abgetrieben. Ein Flugzeug der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex soll Open Arms über den Standort des Bootes informiert haben. Aber es wurden keinerlei staatliche Hilfsboote zur Rettung der Flüchtlinge geschickt. Es ist das zweite Migrantenboot, das das Schiff der Organisation in weniger als 24 Stunden gerettet hat. In der Nacht auf Mittwoch hat Open Arms 85 Menschen aufgenommen. Das Open Arms Boot befindet sich seit dem 4. November in den Gewässern des zentralen Mittelmeers. Im saudischen Jeddah sind bei einer Bombenexplosion mehrere Menschen verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich während einer Gedenkfeier zum Ersten Weltkrieg, an dem europäische Diplomaten teilnahmen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden ein griechischer Konsulatsmitarbeiter und ein saudischer Polizist leicht verletzt. Über die Täter ist noch nichts bekannt. Die Konsulate von Griechenland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung den Angriff auf einem nicht-muslimischen Friedhof. Kurz nach der Messerattacke im französischen Nizza griff vor 2 Wochen ein Mann am französischen Konsulat in Jeddah einen Sicherheitsbeamten an und verletzte ihn leicht. Franzosen in Saudi-Arabien wurden zu höchster Wachsamkeit aufgerufen. Ob der aktuelle Anschlag mit dem Karikaturenkonflikt in Verbindung steht, ist noch unklar. In der Corona-Krise haben sich mehr Menschen in Deutschland neu mit dem Virus infiziert. Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts gab es 18.487 Fälle, mehr als am Vortag. Auch im Vergleich zur Vorwoche liegt der Wert höher. Der Höchststand mit fast 24.000 Neuinfizierten wurde am Samstag erreicht. Eine Entwicklung, die sich auch an den Schulen bemerkbar macht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler stark gestiegen. 300.000 Jugendliche befinden sich demnach in Quarantäne. 6-mal mehr als noch im September. 30.000 Lehrerinnen und Lehrer seien auch in Quarantäne. Dadurch kommt es laut dem Lehrerverband zu immer mehr Schulschließungen. Eine Art Salami-Lockdown, wie der Vorsitzende im Bild-Artikel zitiert wird. Die verschärften Corona-Maßnahmen der Bundesregierung machen sich bisher kaum bemerkbar. Mit einer Besserung ist erfahrungsgemäß frühestens 2 Wochen nach ihrer Einführung zu rechnen. Achtung, die folgenden Bilder können schockieren und sie haben viele in Dänemark geschockt. Die Regierung steht wegen der Massentötung der Nerze auf Pelztierfarmen unter enormem Druck.
Vier Tage nach der Order, alle 14 Millionen Tiere wegen einer Mutation des Coronavirus zu keulen, stellte sich heraus, dass es keine rechtliche Grundlage für den Beschluss gab. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich entschuldigt, aber die Gesundheit der Menschen habe Priorität und in der Corona-Krise könnten Fehler passieren. Die Opposition sieht das anders und fordert auch den Rücktritt des Landwirtschaftsministers. Mogens Jensen wurde von einer Kommission zu dem Skandal befragt. Die Regierung arbeitet auch an einem Verbot der Nerzzucht bis 2022. Mehr als 2,5 Millionen Nerze waren laut Ministerium an diesem Mittwoch schon getötet worden. Der Vorsitzende der Nerzzuchtvereinigung meint, es gebe kein Zurück und die Züchter sollten die Entschädigungen der Regierung akzeptieren. Einige Betriebe wollen zumindest Zuchttiere am Leben lassen, um den Fortbestand der Branche zu sichern. Dänemark ist weltweit der größte Hersteller von Nerzfellen. Tierschützer wünschen sich seit langem ein Ende der Aufzucht dieser Marderart in engen Käfigen. Nach dem Rauswurf von vier pro-demokratischen Abgeordneten aus dem Parlament von Hongkong hat das demokratische Lager praktisch geschlossen seinen Rücktritt verkündet. Zuvor hatte die Entscheidung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses in Peking den Mandatsentzug unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Wir stehen für die Menschen in Hongkong. Wir kämpfen für Demokratie auf lange Sicht. Und heute treten wir von unseren Ämtern zurück, weil unsere Partner, unsere Kollegen durch den rücksichtslosen Schritt der Zentralregierung disqualifiziert werden. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verteidigte den Rauswurf der Abgeordneten. Hongkong brauche ein politisches Gremium, das sich aus Patrioten zusammensetze, sagte Lam. Der Volkskongress nannte mehrere breit gefächerte Gründe für einen Mandatsentzug ohne einen entsprechenden Gerichtsbeschluss. Darunter sind die Befürwortung der Unabhängigkeit Hongkongs und Handlungen, die die nationale Sicherheit gefährden. Fabrizio Caliendo besitzt eine Bar im historischen Zentrum von Neapel. Er hat sich den jüngsten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen angeschlossen. Er fühlt sich von der Regierung im Stich gelassen, sagt er. Zweimal ist er schon Opfer der Mafia-Gruppe Camorra geworden und hat seine Existenz verloren. Im Moment in der Krise ist die oberste Priorität der Camorra, Geschäfte zu machen. Sie kauft die Immobilien und Unternehmen auf dem Markt auf. Sie ist nicht daran interessiert, auf die Straße zu gehen oder Demonstrationen zu organisieren. Ich war an einem der gewalttätigsten Tage der Proteste mit dabei. Ich habe Freunde von mir gesehen, Geschäftsleute und Familien. Ich denke nicht, dass die Camorra etwas mit den Protesten zu tun hat. 1998 führte Fabrizios Zeugenaussage zur Verhaftung von vier Camorra-Mitgliedern. Seitdem hat er sein Leben der Verteidigung seiner Freiheit gewidmet. Er sieht ein reales Risiko, dass sich Familien mit Schwierigkeiten an die Camorra wenden, um Hilfe zu erhalten. Wenn jemand mit einem interessanten Angebot vor der Tür auftaucht, bin ich mir nicht sicher, ob jeder noch einmal überprüft, woher das Geld stammt. Ich habe mich in der Vergangenheit entschieden, mein früheres Geschäft an eine Gruppe junger Käufer zu veräußern und nicht an die Camorra, die auch an mich herangetreten war. Vielen Neapolitanern zufolge ist das eine Art Alarmglocke für den Rest des Landes. Nach den ersten Protesten hier haben sie sich landesweit ausgebreitet. Lorenzo ist auch auf die Straße gegangen. Er hat seinen Arbeitsplatz verloren. Ich denke, was die Menschen jetzt noch verzweifelter macht, sind zwei Dinge: die Verschärfung der gesundheitlichen Notlage und die wirtschaftliche Unsicherheit für die Zukunft. Wegen des Mangels an Touristen leiden die meisten Unternehmen in Neapel. Der wirkliche Protest würde bedeuten, dass wir trotz der Beschränkungen geöffnet bleiben. Wir sollten damit aufhören, Steuern zu zahlen, damit die Behörden nicht unser Geld bekommen. Die Anwohner, mit denen wir gesprochen haben, scheinen mehr über die Ausbreitung von Covid-19 besorgt zu sein, als über eine Zunahme von sozialen Spannungen. Wenn neue Restriktionen ohne richtige finanzielle Unterstützung der Bevölkerung eingeführt werden, dann wird sich die Situation noch viel schlimmer entwickeln. Soziale Unruhen sind in Neapel nichts Neues. Doch diese Krise stellt das Talent der Italiener, irgendwie mit allem fertig zu werden, auf eine harte Probe.
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen. About my future in this country with this government. With those 19 protests, with a very defiant President Lukashenko. Do you see yourself as the leader of this movement? Every person in our country is a leader. If our leaders fail, it will be a clear disaster. Alexander Lukashenko. Честно? Да. Belarusians are using social media to protest against the Lukashenko regime. Stay tuned. Wegen der Massentötung der Nerze gerät die Regierung in Dänemark mehr und mehr unter Druck. Europa gedenkt Ende des Ersten Weltkriegs. Achtung, die folgenden Bilder können schockieren und sie haben viele in Dänemark geschockt. Die Regierung steht wegen der Massentötung der Nerze auf Pelztierfarmen unter enormem Druck. 4 Tage nach der Order, alle 14 Millionen Tiere wegen einer Mutation des Coronavirus zu keulen, stellte sich heraus, dass es keine rechtliche Grundlage für den Beschluss gab. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich entschuldigt, aber die Gesundheit der Menschen habe Priorität und in der Corona-Krise könnten Fehler passieren. Die Opposition sieht das anders und fordert auch den Rücktritt des Landwirtschaftsministers. Mogens Jensen wurde von einer Kommission zu dem Skandal befragt. Die Regierung arbeitet auch an einem Verbot der Nerzzucht bis 2022. Mehr als 2,5 Millionen Nerze waren laut Ministerium an diesem Mittwoch schon getötet worden. Der Vorsitzende der Nerzzuchtvereinigung meint, es gebe kein Zurück und die Züchter sollten die Entschädigungen der Regierung akzeptieren.
Einige Betriebe wollen zumindest Zuchttiere am Leben lassen, um den Fortbestand der Branche zu sichern. Dänemark ist weltweit der größte Hersteller von Nerzfellen. Tierschützer wünschen sich seit langem ein Ende der Aufzucht dieser Marderart in engen Käfigen. In der Corona-Krise haben sich mehr Menschen in Deutschland neu mit dem Virus infiziert. Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts gab es 18.487 Fälle, mehr als am Vortag. Auch im Vergleich zur Vorwoche liegt der Wert höher. Der Höchststand mit fast 24.000 Neuinfizierten wurde am Samstag erreicht. Eine Entwicklung, die sich auch an den Schulen bemerkbar macht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler stark gestiegen. 300.000 Jugendliche befinden sich demnach in Quarantäne. Sechsmal mehr als noch im September. 30.000 Lehrerinnen und Lehrer seien auch in Quarantäne. Dadurch kommt es laut dem Lehrerverband zu immer mehr Schulschließungen. Eine Art Salami-Lockdown, wie der Vorsitzende im Bild-Artikel zitiert wird. Die verschärften Corona-Maßnahmen der Bundesregierung machen sich bisher kaum bemerkbar. Mit einer Besserung ist erfahrungsgemäß frühestens 2 Wochen nach ihrer Einführung zu rechnen. 102 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris der Gefallenen gedacht. Der 11. November, Tag des Waffenstillstandes mit Deutschland, ist in vielen europäischen Ländern ein Feiertag und wird mit Zeremonien begangen. In Frankreich mittlerweile auch als Hommage an alle, die für Frankreich gestorben sind. Macron entzündete symbolisch die Flamme am Grab des unbekannten Soldaten unter dem Pariser Triumphbogen. Wegen der Corona-Beschränkungen fand die Feier ohne Publikum statt. Mit einem 360 Kilometer Staffellauf von Verdun nach Paris haben Soldaten alle seit dem Ersten Weltkrieg gefallenen Kollegen geehrt. Wir wollen mit diesem Lauf, in dem wir die Flamme von Verdun nach Paris tragen, all unsere Toten ehren und zeigen, dass es am 11. November nicht nur um die Toten des Ersten Weltkrieges geht. Jeder Tag des Laufes war eine Hommage an eine Generation unserer Soldaten. Die, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, im Zweiten Weltkrieg, in den Entkolonialisierungskriegen, in den Überseeeinsätzen und dann insbesondere an diejenigen, die in diesem Jahr gestorben sind. In ganz Großbritannien wurde am Mittwoch um 11 Uhr mit einer Schweigeminute des Waffenstillstands vom 11.11.1918 gedacht. Am Kriegsdenkmal Cenotaph in London fand eine feierliche Zeremonie statt. Und auch am National Memorial Aboitum bei Staffordshire wurde das Ende des Ersten Weltkrieges feierlich begangen. Allerdings in diesem Jahr Corona-bedingt sehr reduziert. Seit Beginn der Corona-Krise sind Flugausfälle die neue Normalität. Auf die Rückerstattungen warten viele Kundinnen und Kunden heute noch. Häufig geht es um mehrere hundert Euro. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert daher von Fluggesellschaften, auf Vorkassezahlungen zu verzichten. Künftig solle ein Flugticket erst wenige Tage vor Flugantritt bezahlt werden müssen, sagte Verbandschef Klaus Müller im Interview mit der Rheinischen Post. Seit Januar verzeichneten die Verbraucherschützer mehr als 80.000 Beschwerden, etwa 20-mal so viel wie in normalen Jahren. Müller nannte das Verhalten der Airlines so wörtlich peinlich und skandalös, vor allem wenn sie mit Milliardenhilfen der Steuerzahler unterstützt wurden. Unter den schwarzen Schafen seien TUI, EasyJet und Condor. Nach einem Bootsunglück auf dem Mittelmeer hat die spanische Hilfsorganisation Open Arms versucht, die etwa 100 Flüchtlinge aus dem Wasser zu bergen. Darunter seien auch Kinder und ein Baby gewesen. Laut Angaben von Open Arms sind 5 Menschen ertrunken. Die Kinder konnten alle an Bord gebracht werden. Die Organisation hatte das Video der Rettung in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht und kritisiert, dass Staaten und offizielle Stellen die Migranten oft tagelang im Meer sich selbst überlassen würden, wie in diesem Fall. Das Schlauchboot soll in internationalen Gewässern vor Libyen gekentert sein und war anscheinend schon seit gestern manövrierunfähig abgetrieben.
Ein Flugzeug der europäischen Grenzschutzagentur Frontex soll Open Arms über den Standort des Bootes informiert haben. Aber es wurden keinerlei staatliche Hilfsboote zur Rettung der Flüchtlinge geschickt. Es ist das zweite Migrantenboot, das das Schiff der Organisation in weniger als 24 Stunden gerettet hat. In der Nacht auf Mittwoch hat Open Arms 85 Menschen aufgenommen. Das Open Arms Boot befindet sich seit dem 4. November in den Gewässern des zentralen Mittelmeers. Im saudischen Jeddah sind bei einer Bombenexplosion mehrere Menschen verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich während einer Gedenkfeier zum Ersten Weltkrieg, an dem europäische Diplomaten teilnahmen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden ein griechischer Konsulatsmitarbeiter und ein saudischer Polizist leicht verletzt. Über die Täter ist noch nichts bekannt. Die Konsulate von Griechenland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung den Angriff auf einem nicht-muslimischen Friedhof. Kurz nach der Messerattacke im französischen Nizza griff vor 2 Wochen ein Mann am französischen Konsulat in Jeddah einen Sicherheitsbeamten an und verletzte ihn leicht. Franzosen in Saudi-Arabien wurden zu höchster Wachsamkeit aufgerufen. Ob der aktuelle Anschlag mit dem Karikaturenkonflikt in Verbindung steht, ist noch unklar. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro legt sich mit Joe Biden an, noch bevor der im Weißen Haus eingezogen ist. Biden hat die Klimapolitik zu einem seiner Schwerpunkte seiner Präsidentschaft gemacht. Wir haben erlebt, wie ein Präsident-elect sagt, wenn ich die Brände im Amazonas nicht lösche, werde er Wirtschaftssanktionen gegen Brasilien verhängen. Was können wir tun? Mit Diplomatie kommen wir da nicht weit. Wenn das Gezeter vorbei ist, brauchen wir vielleicht Schießpulver. Wir müssen es nicht einmal benutzen, aber Sie sollten wissen, dass wir es haben. Biden hatte während einer Debatte mit Donald Trump auch gesagt, er werde 20 Milliarden Dollar aufbringen, um Brasilien zu helfen. Dieses Geldversprechen wurde von Bolsonaro rundweg abgelehnt. Unter Brasiliens ultrarechtem Präsidenten hat die Vernichtung des Regenwaldes im Amazonasgebiet dramatisch zugenommen. Bolsonaro, ausgewiesener Anhänger von noch Präsident Donald Trump, hatte schon im Vorfeld der US-Wahl offen seine Hoffnung auf einen Sieg Trumps bekundet. Auch den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie hat Bolsonaro erneut als Hysterie bezeichnet. Alles ist jetzt Pandemie. Das müssen wir stoppen. Es tut mir leid um die Toten, aber wir alle müssen eines Tages sterben. Jeder hier wird sterben. Niemand wird der Realität entkommen. Wir müssen aufhören, ein Land von Weicheiern zu sein. Brasilien ist das weltweit am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land. Seit Beginn sind über 160.000 Menschen an dem Virus gestorben. Die Disziplinarkommission des Internationalen Radsport-Weltverbandes UCI hat Profi Dylan Groenewegen für 9 Monate gesperrt. Der Niederländer hatte im August auf der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt im Zielsprint seinen Landsmann Fabio Jakobsen abgedrängt. Jakobsen wurde schwer im Gesicht verletzt, musste operiert werden und lag zeitweise im künstlichen Koma. Groenewegen wurde am Schlüsselbein verletzt, räumte noch im August seinen Fahrfehler ein und entschuldigte sich bei Jakobsen. Jakobsen musste im vergangenen Monat erneut an Gesicht und Kiefer operiert werden. Beide Profis haben seit dem Unfall kein Rennen mehr bestritten. Laut UCI hat Groenewegen das Strafmaß akzeptiert.